Lieber Herr Kollege, ich finde das ja total spannend, dass Sie die ganze Zeit über Siemens reden. Also mit Siemens habe ich jetzt unmittelbar überhaupt kein Hühnchen zu rupfen, weil wenn Siemens hier ein Grundstück kaufen will, dann ist das deren freie Entscheidung, das ist deren Interesse, dann können Sie sich darum bewerben, völlig in Ordnung. Also Siemens darf das gerne tun. So, die Frage ist, ob der Senat, und ich rede hier über den Senat, und zwar über den schwarz-roten Senat Diebken zunächst und dann über den rot-schwarzen Senat Müller. Und vorher Wovereit. Ich rede darüber, ob der Senat hätte dieses Grundstück für ein Appel und ein Ei verschleudern dürfen. Und ob es vielleicht verlangt werden kann, dass ein Senat, der an einen Konzern ein Baudenkmal verkauft mit umliegenden Garten, sich mal vorher die Frage stellt, was die Perspektive dieses Baudenkmals sein soll. Und Sie können sich ja hier hinstellen und sagen, die Interessen von Siemens sind identisch mit den Interessen des Landes Berlin. Wenn Siemens pfeift, stehen wir stramm. Egal, ob wir dafür Recht brechen müssen, egal, ob wir dafür Grundstücke verschenken müssen, völlig egal. Kann ja sein, dass es Ihre Haltung ist. Ich finde, die Aufgabe der Regierung des Landes Berlin ist es auch, das baukulturelle, das bauhistorische Erbe Berlins zu sichern und der Nachwelt zu erhalten. Das ist die Aufgabe des Senats von Berlin. Wenn Sie das anders sehen, dann sollen Sie das hier sagen. Der zweite Punkt ist, die Notifizierungspflicht nach Beihilferecht, lieber Herr Kollege Evers, ist eine Rechtspflicht. Der Senat hat kein Ermessen. Und wenn so ein Grundstück unter Wert verkauft wird, ist zu notifizieren, sonst ist dieser Akt rechtswidrig. Das heißt, der damalige Senat hat einen Rechtsbruch begangen, den ersten Rechtsbruch, der Diebken-Senat. Dazu haben Sie hier nichts gesagt. Es ist völlig in Ordnung, dass hier die Senate einfach so, wie Sie wollen, mal Rechtsbruch begehen, in dem konkreten Fall Europarechtsbruch. Finden Sie das okay? Haben Sie nichts zugesagt. Und jetzt kommen wir in die Gegenwart. Haben Sie auch nichts zugesagt. Und Herr Jahnke hat hier irgendwie so rumgeschwappert, da kam man ja gar nicht so richtig drauf, was er uns ja eigentlich sagen wollte. Also er redete mal Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsförderung. Ansonsten blieb seiner Rede Sinn ja recht dunkel. Eins steht fest, es ist Denkmalschutzrecht gebrochen worden. Und der von mir vorhin zitierte Paragraph aus dem Landesdenkmalschutzgesetz ist die Bemessungsgrundlage dafür, wann baudenkmalsschützerische Aspekte überwunden werden dürfen und was nicht, wann nicht. Und wenn Sie in diese Norm reinkommen, werden Sie feststellen, dass Siemens Bauwünsche nur dann Baurecht einfach so beiseite fegen können, wenn man erklärt, dass die Wünsche von Siemens, und zwar sämtliche Wünsche von Siemens, immer gleichbedeutend mit dem dringenden öffentlichen Interesse des Landes Berlin sind. Wenn Sie das wirklich so meinen und wenn Sie meinen, dass jeder Konzern, der hier kommt, alles hinterhergeschmissen bekommt, ohne Rücksicht auf Verluste und mit der Schleifung des baukulturellen Erbes, dann können Sie das vielleicht begründen. Ich sage Ihnen aber eins, kein Gericht und vor allem keine Baudenkmalschutzbehörde des Landes Berlin hat das genauso gesehen wie Sie. Nun gehen Sie doch mal auf unsere Argumente ein, anstatt hier allgemeine Bekenntnisse zu Siemens abzugeben, zumal unter uns. Also der Dank, den uns Siemens gerade erweist für die freundliche Behandlung, ja, der ist ja nur ein bisschen dürftig, aber Frau Uetzer ist ja nicht da und kann uns ja nicht erklären, wie das alles zu Wege gekommen ist. Vielen Dank, Herr Dr. Lederer. Herr Evers, Sie möchten antworten, bitte. Vielen Dank, lieber Herr Kollege Lederer. Wenn Sie uns unterstellen, wir würden über Rechtsbruch hinwegsehen, setzt das zunächst einmal einen Rechtsbruch voraus. Fangen wir beim Thema Notifizierungspflicht an. Dass ein Gefälligkeitsgutachten für die Nachbarschaft hier zu einer Aussage kommt, mag das eine sein. Das andere ist, dass wir nach wie vor noch nicht im Ansatz in der Lage sind, die Haltung der EU-Kommission zu dieser Frage zu beurteilen. Ich habe eben ja schon gesagt, dass man zum Thema Verkehrswert auch zu durchaus unterschiedlichen Auffassungen kann und das völlig zu Recht zum Zeitpunkt 2001. Selbstverständlich muss ich nicht jedes Grundstücksgeschäft im Lande Berlin notifizieren. Das ist ja großer Blödsinn. Und dass das unter Wert ist, das ist ein Umstand, den Sie zunächst einmal nachzuweisen haben. Und noch einmal, dieses nachbarschaftliche Gefälligkeitsgutachten überzeugt mich in der Frage nicht. Nächster Punkt. Sie unterstellen, es sei aktuell Recht gebrochen worden, weil das Denkmalschutzgesetz verletzt worden sei. Ja, von wem denn? Erstens, bezogen auf den Garten, haben wir es nicht mit Denkmalschutz zu tun, sondern wir haben es ausschließlich auf die Immobilie, auf das Magnushaus selbst mit Denkmalschutz zu tun. Das heißt, wir sind hier bei der Frage, ist es in seinem Erscheinungsbild beeinträchtigt durch die Umgebungsbebauung, ja oder nein? Das ist ein absolut nicht feststehender, sondern ein auslegungsbedürftiger Tatbestand und da kann man zu unterschiedlichen Ergebnissen bekommen. Und da ist selbstverständlich ein Baustadtrat zu berufen, auch eine Entscheidung zu treffen.
Warum denn nicht? Das stellt keinen Rechtsbruch dar, sondern stellt eine Ausübung seiner verdammten Pflicht als hierfür zuständiger Stadtrat dar. Und noch einmal, der Denkmalschutz ist nicht außen vor, sondern wird selbstverständlich seine Stimme bekommen und seine Stimme erheben, wenn wir über die Architektur reden, die sicherlich anspruchsvolle Architektur, die in der Lage sein wird, dort zu vermitteln, wo es auch einer Vermittlung bedarf, nämlich zwischen diesem unsäglichen Zentrum Hungaricum einerseits und dem Magnushaus andererseits. Da wünsche ich mir, da freue ich mich über eine solche Sichtbarriere, wie es dieser Neubau sicherlich auch darstellen wird, und zwar zum Guten. Und dass das ein gedeihliches Miteinander sein kann, sowohl inhaltlich zwischen denjenigen, die gerne auch im Magnushaus bleiben sollen. Auch ich sage nicht, dass dort Siemens bitte 2024 einziehen soll, sondern ich wünsche mir selbstverständlich, dass man mit der Physikalischen Gesellschaft zu einer vernünftigen Übereinkunft kommt. Dass Siemens hier signalisiert, dass das auch über 2024 hinaus Bestand hat und in welcher Art und Weise dieses Miteinander, dieses Inhaltliche wird auch baulich möglich sein. Da können Sie ganz zuversichtlich sein und diesem Senat vielleicht auch mal vertrauen, den Sie ja alsbald wieder angehören möchten. Ich kann Ihnen nur sagen, so wird das nichts.